Und dann wundern sich natürlich alle, ach Mensch, warum ist er jetzt mit mal stehen geblieben? Und jetzt kommen die anderen. Und auch für den Spieler bedeutet das so, ich komme jetzt nicht weiter, die anderen überholen mich. Ja, so, was kann ich aber noch tun? Ja, und da sind dann viele Spieler auch in Anführungsstrichen ein bisschen überfordert. Unser nächster Beitrag, meine Damen und Herren, beschäftigt sich mit einem Fußballer, der es alles schon hinter sich hat, der es geschafft hat, der internationale Meriten geerntet hat. Und er ist hier in Bremen gelandet. Vom FC Parma, hat Klaus Allofs es geschafft, ihn ablösefrei zum SV Werder zu holen. Sie haben es natürlich erkannt, die Rede ist von Joan Miku, der hier eingeschlagen ist wie ein Blitz, jetzt schon wirklich in aller Herzen, und dem wollen wir uns näher widmen. In Traditionsduell SV Werder gegen den BSV. Joan Miku in Grün-Weiß. Die Hansestadt in den 50er Jahren. 40.000 Zuschauer strömten zum allseits heiß umkämpften Derby zwischen dem Bremer Sportverein und dem SV Werder. Doch der Unterschied ist nun immens groß geworden. Die Blau-Weißen tummeln sich nun erfolgreich in der Verbandsliga, Werder Bremen im UEFA Cup. Doch trotz alledem ein Freundschaftsspiel zwischen den ehemaligen Rivalen stand am altehrwürdigen Panzenberg auf dem Programm. Unter ganz besonderer Beobachtung der 2000 Zuschauer stand der französische Neuzugang Joan Miku. Geschickt brachte er seine Mitspieler in sehr gute Situationen, hier Paul Stalteri. Und der 29-jährige Europameister übernahm sofort die Rolle des Spielmachers. Vorlage auf Klasnitsch, gehalten. Und wieder Pass nach rechts auf Ailton. Der Franzose läuft mit. Doch versiebt. Angriff aus dem eigenen Strafraum heraus. Miku fordert den Ball, bedankt sich aber nicht. Und schickt Ivan Klasnic steil. Doch der Knipser fehlte. Doch dann endlich. Rolfes startet den Angriff. Stalteri auf Mamoun. Mamoun mit Kurzpasse auf Maku, der macht das 1:0 und sein erstes Tor für Bremen. Ja, ich denke, wir haben ein gutes Spiel gesehen, wir haben schöne Tore gesehen, es war ordentlich Tempo drin und gute Spielzüge. Ich glaube, wir können alle zufrieden sein. Ihr Neuzugang Miku, wie hat er eingeschlagen? Ja, er hat das gezeigt, was er schon gestern im Training angedeutet hat, beziehungsweise weshalb wir ihn auch geholt haben. Dass er die Bälle fordert, dass er die Bälle verteilt, dass er aber selbst auch den Abschluss sucht und dass er eben sich möglichst schnell auch in die Mannschaft einbringen kann. Tja, das ist wohl jetzt schon gelungen und die Fans freuen sich auch schon. Bis demnächst.